Moin Leute, ich bin's, euer Sascha. Ich befinde mich im Skigebiet Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn. Heute habe ich mir den Auftrag gesetzt, von Hinterglemm bis nach Vorderglemm im Prinzip einmal durchzufahren. Nicht auf der Seite, wo ich gestern war, das war diese Seite hier. Dort sieht man den 12er-Kogel ganz gut. Ich schwenke nochmal rüber. Und einen weiter in die Richtung ist der Schattberg zu sehen. Ich bin heute auf der anderen Seite unterwegs. Ich bin heute Morgen in die Hochalmbahn gestiegen und dann mit dem Spieleck 6er an die Stelle hinter mir. Bin gerade auf der ersten blauen Piste unterwegs und werde, wie gesagt, die Richtung Vorderglemm einschlagen und dort die Pisten heute auschecken. Ich sitze hier gerade an der Walleckalm. Die ist gerade hier vor mir zu sehen. Die Walleckalm ist auch eine der Almen, die hier das Après-Ski so ein bisschen mit ihrem Ton bestimmt. Also hier sind auch mal so Donnerstag, Freitag, Samstag Live-Acts. Ich habe da irgendwas von Mendels Fio gelesen und Michaela Schäfer und so ein Gedönse. Aber hier geht wohl richtig was ab. Ab der Mittagszeit, ab 12 Uhr, soll hier richtig Programm sein. Da werde ich mich aber nicht mehr hier befinden, sondern schon weiter drüben Richtung Vorderglemm. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen. So, ich bin jetzt gerade mit dem Hochalm 6er hier hoch an die Stelle, wo es auch gleich weiter in Richtung Hinterglemm geht. Ich fahre aber nochmal zu diesem 6er runter, weil hier ist eine schöne schwarze 55. Die will ich mir doch mal anschauen. So, Hochalm 6er again. Aber jetzt geht es mit der blauen Piste 56 weiter in die Richtung Gebiet Hinterglemm und dann weiter Richtung Saalbach. Ja, ein weiterer Sessel Richtung Hinterglemm. Der Hasenauer Achter, der ist jetzt im Hintergrund. Ja, und hier sieht man schön das Tal von Hinterglemm. Ja, ich sag mal Hinterglemm Zentrum. Ja, das war gerade die kurze Pause hier in der Reiteralm. Das war ein sehr gemütliches Stübchen, muss ich echt sagen. Die Bedienung war auch sehr freundlich, sehr cool. Und ein Tisch voller Schweizer Herren, die auch sehr viel Spaß gemacht haben. Das war echt witzig. Ja, jetzt geht es für mich weiter die Piste hier runter und dann eben halt mit dem Sessellift zum Reiterkogel hinauf. Der Reiterkogel ist ein recht
wichtiges Teil hier im Skigebiet Saalbach hinter Glemm. Weil von hier aus kommt man mit einer Abfahrt nach Fieberbrunn runter. Beziehungsweise man liftet mit der Tirol S-Bahn, die jetzt hier zu sehen ist, aus dem Gebiet Fieberbrunn hier hinauf in das Gebiet Saalbach hinter Glemm. Ja, Saalbach hinter Glemm hat ja dadurch, dass es jetzt zum Schluss auch Fieberbrunn noch angeschlossen hat, schon seit längerer Zeit Leogang mit im Skigebiet hat, ist es 270 Pistenkilometer groß, also ein sehr großes, also das drittgrößte Skigebiet in Österreich und hat sehr viele Möglichkeiten, Pisten zu fahren. Seit diesem Jahr besteht auch die Möglichkeit von Viehhofen aus, wo auch eine Abfahrt von Vorderglemm aus möglich ist, mit dem Zell am See Express in das Skigebiet Zell am See einzutauchen. Von dort aus, beziehungsweise mit dem Bus, kann man auch noch weiter aufs Kitzsteinhorn, den Gletscher hier in der Nähe. Und somit bietet das Skigebiet in einem größeren Verbund mit einem größeren Liftpass weit über 400 Pistenkilometer. Und das ist natürlich sehr cool. Ich werde mich jetzt trotzdem nicht nach Fieberbrunn reinbewegen, weil in diesem Gebiet war ich schon einmal. Ich habe auch schon einen Skigebietstest von der Ecke online bei YouTube. Ich werde mich jetzt weiter in diese Richtung, in das Skigebiet Richtung Saalbach bewegen. Ja, ich bin jetzt hier kurz vor Saalbach angekommen. Hier fährt gerade die Bernkogelbahn hoch, also aus Saalbach in Richtung Hinterglemm. Ja, wenn ich jetzt einmal so ein bisschen in die Richtung rüber gucke, das müsste eigentlich Schattberg Ost sein. Schattberg Ost, der Gipfel, die Bahn hoch. Und das Ding daneben, Schattberg West. Ja, für mich geht es jetzt, glaube ich, ein kleines bisschen durch den Ort durch, so wie das aussieht. Ich muss in die Richtung, da geht es weiter in Richtung Vorderglemm. Was ich bis jetzt sagen muss, was ich hier als sehr spaßig empfunden habe, ist die Möglichkeit, dass man eigentlich von ganz hinten bis hierher musste ich noch nicht einmal ans Tal, weil die Verhältnisse im Tal sind nicht mehr ganz so gut. Auf der Seite ist ein bisschen weniger Schnee drauf als drüben, habe ich das Gefühl. Und es wird auch ein bisschen sulzig, weil die Temperaturen ja relativ hoch schon sind. Das fand ich also als sehr entspannt und cool, dass man da immer so im mittleren Bereich bis zum hohen Bereich mit irgendwelchen Ziehwegen und irgendwelchen Sesselliften immer weiter im Gebiet kam. Das war eine ganz tolle Sache. Das hat mir gefallen.
So, ich bin jetzt hier oben an der Schönleitebahn angekommen. Die Schönleitebahn ist ja auch die Bahn, die aus Vorderglemm hier hochführt. Ich werde gleich noch die Piste da runterfahren nach Vorderglemm und möchte euch aber jetzt als Fazit meine Meinung über die Ecke Saalbach, Hinterglemm abgeben, was ich heute abgefahren habe. Das war alles sehr spaßig. Ich fand es echt toll. Die Pisten waren überwiegend im oberen Bereich, die ich abgefahren bin. Sehr viele Zielwege zwar zwischen, aber die haben allesamt Spaß gemacht. Die fand ich echt toll. Am Anfang hatte ich mal eine schwarze Piste, hier mal eine rote Piste. Die waren auch mal ein bisschen anspruchsvoller. Das war auch echt toll. Aber sonst war es echt überwiegend leicht. Hat man aber auch daran gemerkt, es ist öfter die Skischule unterwegs. Und es sind auch ein paar Anfänger unterwegs gewesen hier auf der Seite. Ja, Après-Ski hatte ich schon erwähnt. Das ist hier mega. Das ist hier echt toll. Almhütten sind alle super toll. Und die Pisten haben auch allesamt sehr viel Spaß gemacht. Also dieses Gebiet gefällt mir sehr gut. Es ist einer der großen Gebiete in Österreich, das drittgrößte, wo ich doch sagen muss, das hat aber immer noch den Flair, dass man auch ein bisschen Gemütlichkeit mit reinbringt, obwohl man doch ein paar Party-People hier auf der Piste findet. Aber das ist so ein bisschen beides. Also das ist echt toll. Ja, wenn ihr das Video genauso schön gefunden habt, wie ich diese Pisten und dieses Gebiet hier, dann bitte ich euch doch darum, lasst den Daumen bei YouTube nach oben da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. In dem Sinne sage ich, ciao Leute und haut rein.